auch zur letzten Pressekonferenz in diesem Jahr. Regionalliga Nordost, 19. Spieltag, 4.337 Zuschauerzahl, ein 2:1-Sieg für den 1. FC Lok Leipzig. Ich denke, das war ein großer Applaus wert für Roger Serpotz. Ein Spiel, nichts für schwache Nerven. Robin, ganz kurz als Gästetrainer, deine Einschätzung zur Partie. Ja, guten Tag erstmal und auch nochmal Glückwunsch an Trainer München, gratuliert allen Verantwortlichen im Verein Leipzig zum Sieg. Ja, ich denke, wir haben ein sehr leidenschaftliches, sehr umkämpftes Spiel gesehen. Wir von unserer Seite hatten aus personellen Gründen, da will ich jetzt gar nicht lange darauf eingehen und irgendwelche Ausreden suchen, wir mussten den Plan ein bisschen umstellen. Unser Plan war wenig zuzulassen, die eine oder andere Aktion nach vorne zu nutzen, das glaube ich, relativ lange ganz gut aufgegangen in der ersten Halbzeit mit der Führung, in der zweiten Halbzeit in Unterzahl. Glaube ich, haben wir auch nicht so viel klare Torchancen zugelassen, dass du natürlich den einen oder anderen Schuss aus der zweiten Reihe nicht verteidigen kannst. Das ist so und klar, der Schuss an den Pfosten, der kann dann auch reingehen. Aber in dem Spiel, wie es sich dann ergeben hat, brauchst du dann auch dieses Quäntchen, dass du eben jetzt aus so einer Situation kein Gegentor bekommst. Und dann hätte man noch ein bisschen Glück gebraucht, dass Lok Leipzig die beiden klaren Torchancen, die beiden Chancen, die sie aus dem Spiel heraus hatten, nicht zu zwei Toren nutzt. Wissen wir auch, dass sie sehr effektiv sind bei den Chancen, deswegen stehen sie oben. Dadurch dreht sich das Spiel. Also gar keine Frage, dass von den Spielanteilen, von der optischen Überlegenheit, wir natürlich nicht über einen unverdienten Sieg reden müssen, keine Frage, das geht schon in Ordnung. Ich denke mal, die Jungs hätten für ihren Einsatz, für ihre Leidenschaft vielleicht das Glück verdient, den Punkt mitzunehmen. Aber das ist dann so gekommen und alles in allem hat es trotzdem großen Spaß gemacht. Jetzt bin ich natürlich enttäuscht, aber habe mich vor dem Spiel aufs Spiel gefreut und es ist ein tolles Stadion hier. Hat auch seinen alten Charme, fantastische Zuschauer. Im Spiel ist es dann hitzig, auf dem Platz war es hitzig, drumherum war es hitzig. Vielleicht nicht alles, was dann passiert ist, ist so top sauber, aber das im Spiel, da finde ich, man muss im Spiel bleiben und es hat trotzdem Spaß gemacht. Ist eine tolle Mannschaft, die hat mir schon Spaß bereitet, als ich in der Vorbereitung aufs Spiel das eine oder andere Video vom Gegner geguckt habe und kann alles Gute wünschen und drückt die Daumen, dass er da oben euren Weg weitergeht. Volker, wie groß war der Stein, als das 2:1 gefallen ist, der von deinem Herzen geplumpst ist? Hallo zusammen erstmal und vielen Dank für die warmen Worte und natürlich der Stein, der ist schön geplumpst, das ist klar. Es war heute das erwartet schwere Spiel. So haben wir uns das vorgestellt, dass Erfurt ja eklig ist, dass sie uns in Zweikämpfe verstricken, dass sie die Räume eng machen. Sie haben sich enorm weiterentwickelt bei ihm und stehen defensiv sehr gut. Ja, war ein nickliches Spiel und wir haben in der ersten Halbzeit überhaupt nicht zu unserem Spiel gefunden. Wir haben nie einmal die Ruhe gehabt, die wir in den letzten Wochen in den Spielen auch hatten. Ja. Und dann hat natürlich Erfurt mit der einzigsten Torschance in 90 Minuten ja, an den Pfosten geköpft und dann den Abpraller machen sie rein. Und dann liegst du 1-0 zurück und musst dich in der Kabine neu sammeln, musst dich neu aufstellen. Und dann bin ich all in gegangen. Ich habe auf 4-2-4 umgestellt mit zwei zentralen Stürmern, zwei Außen. Ja, auf was soll man warten? Auf schöneres Wetter, war klar, gibt es heute nicht mehr. Ja. Ja, und dann habe ich auch der Mannschaft gesagt, das wird nicht einfach. Gegen 10 Leute zu gewinnen, ist oftmals schwerer, wie wenn 11 auf dem Platz sind und du liegst zurück. Aber das hat die Mannschaft mit Ruhe gemacht. Sie hat sich nicht anstecken lassen. Ja, und sie hat eine schöne Aktion gehabt über außen, über Pfeffer und Malle ist da und köpfen rein, so wie man sich das vorstellt, eine klare Aktion. Ja, und dann muss man in Ruhe weiterspielen. Dann muss man in Ruhe weiterspielen und unsere Chancen nutzen. Haben wir leider nicht. Und dann machen wir so ein dreckiges 2:1 von Pfeffi. Ja, ein Mordschuss, das hat Tor nichts zerrissen. Aber verdient, natürlich war es verdient, verdienter Arbeitssieg. Und ich kann der Mannschaft nur ein großes Kompliment machen, was sie über das halbe Jahr hier abgeleistet hat. Sensationell. Und wir sind noch nicht am Ende des Weges. Wir bleiben oben dran. Ja, wir haben 40 Punkte, wer hätte das gedacht vor der Saison? Ja, dass uns die Punkte nicht zufallen, dass wir jeden Sieg hart erarbeiten müssen, das sieht man auch. Ja, und da ist unser Hebel dran anzusetzen auf die Rückrunde, dass wir auch mal
oder dass sich der Trainer mal, der schon ein gewisses Alter hat, schon mal ab der 50. und 60. Minute mal zurücklehnt und man sagt, ich habe 2-3 Tore Vorsprung, ja, aber vielleicht erlebe ich das noch im neuen Jahr. Ja. Ich möchte allen Fans im Namen der Mannschaft, im Namen des Präsidiums, Aufsichtsrat, frohe Weihnachten wünschen und einen guten Rutsch und seid ein bisschen stolz auf eure Mannschaft. Dir wünscht, dich zurückzulegen mit 3 Tore Vorsprung? Ich werde von Spiel für Spiel noch älter. Und wie sieht es aus mit den nächsten Wochen? Wie läuft jetzt die Weihnachtspause für euch auf? Erstmal fahren die Jungs dann jetzt weg und ab morgen ist Urlaub. Ich habe noch ein paar Tage, ein paar Dinge abzuarbeiten und dann geht es für mich auch in die Pause und dann geht es bei uns am 3.1. weiter. Ich denke, wir haben die letzten Spiele ganz gut gepunktet, aber haben auch noch eine Menge Arbeit vor uns und dementsprechend wird es dann entweder mit mir oder mit einem anderen Trainer nach der Pause weitergehen und da ist, wie gesagt, harte Arbeit angesagt, weil einiges müssen wir noch machen. Wolfgang, Frage auch an dich. Geht erstmal in die kleine Weihnachtspause und dann stehen die ersten Heimturniere an? Ja gut, wir haben jetzt Urlaub. Die Mannschaft hat einen klaren Plan von mir mitbekommen. Ich habe ihnen gesagt, ich kann euch ab sofort nicht mehr sehen. Und wir fangen wieder am 3.1. ist der letzte Urlaubstag und für den 1. fangen wir wieder an. Dann kommen wir locker in die Saison rein. Aber was heißt locker? Wir haben einen Monat Zeit und vorbereiten. Wir haben gleich am Anfang ein Kracherspiel, das zweite Spiel oder das erste Heimspiel gegen die Berliner. Das ist auch nicht einfach. Dann in Cottbus, da werden wir gleich sehen, wo wir stehen. Das ist klar. Wir müssen also eine gute Vorbereitung machen. Und ja, die Mannschaft, auf die kann ich mich 100% verlassen. Die werden ihre Hausaufgaben machen. Ist auch nicht so viel. Ich bin eigentlich nicht so streng mit ihnen getrunken. Was gibt's für euch? Was gibt's für euch Weihnachten auf dem Teller? Nix. Gut, meine Frau ist nicht da. Was ich möchte, kriege ich nicht. Also ich muss das essen, was meine Töchter machen und meine Frau machen. Also es gibt aber was Wunderbares. Es schmeckt mir nicht von dir. Das dauert immer so lange. Ich würde gerne schnell. Das ist 13:30 Spiel gegen FC Victoria Berlin. Wir haben noch etwas Schönes, nicht den Schal. Ich muss sagen, ich habe heute fast richtig getippt. Ich habe 2-0 getippt. Und 4.400 Zuschauer, 4.330, wenn ihr das eine Tor nicht geschossen hättet, hätte ich heute meinen ersten Lokschal bekommen. Herr oder Frau Heilen, kommst du bitte nach vorn? Hat richtig getippt, 2-1 und 3.900 Zuschauer. Wie viele Lokschal ist das? Das ist ehrlich gesagt der dritte. Der dritte, sehr schön. Guter Mann. Dann vielen Dank. Auch dir eine schöne Weihnachtszeit. So, gibt es Fragen? Alle wunschlos. Ich sage noch 2 Dinge in eigener Sache. Wo kostet der Masters? Seid ihr dabei? Und bei unserem Professor Jungholz hier, unserem Zoo-Chef. Sehr schön, dass wir uns heute hier mal bei Lok begegnen. Es gibt das allererste Skat-Turnier im Zoo Leipzig und zwar am 28.02. um 17 Uhr ins Malichtsen mit dem Fußballclub. Skat-Spiel ist dann auch altersgerecht für dich. Ja, da kann ich auch nicht verlieren. Und das kann ich eigentlich ganz gut. Gut, also den ersten Teilnehmer haben wir schon. Anmelden kann man sich online. Ich wünsche Ihnen eine schöne nächste Vorweihnachtszeit, schöne Weihnachten. Unseren Gästen aus Erfurt, eine gute Heimfahrt, alles Gute und endlich sehen wir uns wieder, ja, als Cheftrainer. Dankeschön, Robin. Kommen Sie gut über die Weihnachtsferien, guten Rutsch ins neue Jahr und dann sehen wir uns alle wieder am 1.2. zum Spiel gegen Victoria Berlin. Dankeschön, Wolfgang. Dankeschön, Robin.